Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie sich Christian Lindner und die ARD bei dem Versuch, Alles Weil und die AfD populistisch zu framen, blamiert haben. Im Folgenden der Ausschnitt, danach ein paar Worte dazu. Frau Weidel, zu diesem zentralen Thema der Rente steht in Ihrem Wahlprogramm relativ wenig. Ganz konkrete Frage an Sie, wie lange müssen die Menschen mit Ihnen arbeiten, wenn Sie auf die AfD setzen? Also in unserem Programm steht recht viel zum Rentenkonzept. Erstens, dass wir die Beiträge erhöhen müssen, also die Grundlage der Beitragszahler. Das heißt, dass alle einzahlen müssen. Wir sagen ganz klar, Politiker als auch Beamte müssen in die gesetzliche Rentenversicherung, wie es Frau Wissler gerade geschildert hat, da einzahlen, sind Sie also richtig. Das ist ja bisher nicht der Fall. Jemand, der 4 Jahre im Parlament sitzt, hat die gleiche Höhe an Anspruch wie jemand, der 40 Jahre oder 45 Jahre arbeitet. Wir halten das für zutiefst ungerecht. Natürlich brauchen Sie dann, und dann haben wir natürlich auch noch das Problem, dass die gesetzliche Umlage nicht tragfähig ist durch den Alterslastquotienten. Und dementsprechend wäre schon auch sehr intelligent, einen Ausgleichsfonds mit zu etablieren, einen Staatsfonds, aber nicht einen Aktienfonds, sondern einen breit diversifizierten Fonds nach dem Schweizer, schwedischen, skandinavischen, norwegischen Vorbild. Moment, das ist ein ganz großer Unterschied. Sind Sie also bei Herrn Lindner? Nee, überhaupt nicht. Ach, weil nicht. Sie, okay. Weil Sie das Anlagevolumen diversifizieren müssen. Sie können nicht nur in Aktien investieren, da fliegt Ihnen irgendwann das Portfolio um die Ohren. Darum müssen Sie diversifizieren, beispielsweise auch in reale Werte investieren, weil ansonsten sind Sie sehr crashanfällig. Konkrete was denn, Nachfrage. Was sind denn reale Werte? Zum Beispiel Immobilien oder Ressourcen. Aha, und Sie glauben, die Immobilie ist sicherer. Wollen Sie vielleicht auch in Staatsanleihen anlegen, Sie die müssen, so niedrige Zinsen Sie haben? Sie müssen, Herr Lindner, Sie müssen diversifizieren in der Vermögensanlage. Da dürfen Sie nicht in eine Anlageklasse investieren. Ich bin jedenfalls dafür, dass wir so machen wie die Schweden. Gott sei Dank entscheiden da nicht Politiker wie Frau Weidel oder ich, sondern die vom Staat angestellten Experten. Mhm. Okay, Schweden, jetzt haben wir das gehört Schweden, bei Ihnen. Darf Sie ich das blicken bitte, sehr beide ins da Ausland. Muss ich, das, und das jetzt würde ist ich gerne korrekt. Herrn Dobrindt. Die Schweden haben Vermögensverwalter vor Ort, die genau das tun. Sie diversifizieren die Portfolios. Sie haben niemals okay, reine Aktienportfolios. Sehr kompliziert. Jetzt komme ich mal wieder Herr nach Deutschland, Herr Dobrindt. Also, Herr Dobrindt, Sie haben gesagt, Sie müssen sich informieren. Sie haben überhaupt 60. Gar keine jetzt ist Herr Ahnung Dobrindt davon. Dran. Sie haben von Vermögensverwaltung keine Ahnung, Herr Lindner. Also keine Ahnung. Die alleinerziehende Pflegekraft ist schon. Was ist hier passiert? Sehr wahrscheinlich hatten die ARD und Christian Lindner in Erinnerung, dass Rente immer ein Schwachthema für die AfD war, weil es wurde von den Öffentlich-Rechtlichen immer gespielt. Es wurde immer gespielt, die AfD ist sich nicht einig, sie hat kein Rentenkonzept. Und das sollte dann herhalten dafür, dass die AfD eine populistische Partei ist und sie keine Konzepte hat, sie nichts anzubieten hat. Frau Weidel, zu diesem zentralen Thema der Rente steht in Ihrem Wahlprogramm relativ wenig. Die Moderatorin baut in die Frage das Framing ein, dass im AfD-Wahlprogramm ja nicht viel zur Rente stehe. Das ist ein Risiko, denn jetzt muss sich tatsächlich bewahrheiten, dass Weidel nichts Substanzielles sagen kann. Also in unserem Programm steht recht viel zum Rentenkonzept. Erstens, dass wir die entschiedene Art und Weise, wie alles Weidel widerspricht und wie sie im Folgenden ihr Programm schildert, widerspricht aber diesem Framing. Sagen ganz klar, Politiker als auch Beamte müssen in die gesetzliche Rentenversicherung, wie es Frau Wissler gerade geschildert hat, einzahlen, richtig? Sehr wahrscheinlich ist dieser Einwurf kein Zufall, sondern es soll eine Verbindung geschaffen werden zwischen Linken und AfD, die beide in der Sendung schon als radikale Ränder geframed wurden und sozusagen die Außenseiter sind. Eigentlich Parteien, mit denen man nicht koalieren soll. Es war auch schon auffällig, dass ausgerechnet mit den Linken die AfD immer zusammen TV-Auftritte bei den Öffentlich-Rechtlichen hatte, jetzt im Wahlkampf. Jemand, der 4 Jahre im Parlament sitzt, hat die gleiche Höhe an Anspruch wie jemand, der 40 Jahre oder 45 Jahre arbeitet. Wir halten das für zutiefst ungerecht. Natürlich brauchen Sie dann, und dann haben wir natürlich auch noch das Problem. Mit den hohen Rentenbezügen für Politiker trifft Weidel einen wunden Punkt. Das weiß anscheinend Lindner. Und dieser möchte hier reingrätschen. Er spricht von einer Neiddebatte und damit würden doch keine Probleme gelöst. Anscheinend geht er sicher davon aus, dass Weidel hier schon fertig ist und nichts weiter zu sagen hat. Es zeigt sich hier,
dass die anscheinend konzentrierte Vorbereitung der AfD sich jetzt voll auszahlt. Es war schon bei den Schnellfragerunden auffällig, dass Weidel immer sehr schnell und entschlossen geantwortet hat. Und das hat bei den Zuschauern sicherlich Eindruck hinterlassen. Gerade am Anfang, als die Zuschauer besonders aufmerksam zuschauen, antworten FDP, CSU und AfD immer gleich. Und immer ist es alles Weidel, die zuerst den Daumen hebt oder senkt. Es geht um Themen, die auch später dann auch noch stärker vertieft werden, viele davon jedenfalls. Es geht darum, Daumen hoch oder Daumen runter. Und wir beginnen mit der ersten Frage. Brauchen wir ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen? Okay, einmal hoch. Dann die nächste Frage. Soll die Bundeswehr mehr Geld bekommen? Auch die Linke sagt nein. Wollen Sie höhere Steuern für Reiche einführen? Okay, auch die Linke schert aus der Reihe und sagt ja. Dann sollte es eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen geben? Okay, eindeutig, alle runter. Letzte Frage. Soll das Rentenalter angehoben werden? Alice Weidel schildert also konzentriert das Programm der AfD und Lindner sieht sich gezwungen, einen Einwurf zu machen. Und hier begeht er einen schweren Fehler. Alice Weidel schildert ihr Programm und weil das der Behauptung von Lindner widerspricht, die AfD habe keine Konzepte, habe keine Lösungen anzubieten, wie er es vorher nahegelegt hat, sieht er sich genötigt, erneut einzugreifen. Sie können nicht nur in Aktien investieren, da fliegt Ihnen irgendwann das Portfolio um die Ohren. Darum müssen Sie diversifizieren, beispielsweise auch in reale Werte investieren, weil ansonsten sind Sie sehr crashanfällig. Konkrete Nachfrage. Was sind denn reale Werte? Zum Beispiel Immobilien oder Ressourcen. Aha, und Sie glauben, die Immobilie ist sicherer. Wollen Sie vielleicht auch in Staatsanleihen anlegen, die so niedrige Zinsen haben? Sie müssen, Herr Lindner, Sie müssen diversifizieren in der Vermögensanlage. Da dürfen Sie nicht in eine Anlageklasse investieren. Als Alice Weidel von realen Werten redet, scheint er zu denken, sie würde irgendwas daherreden und macht eine spöttische Bemerkung, eine spöttische Zwischenfrage. Was sollen reale Werte sein? Alice Weidel antwortet aber hier wie eine Lehrerin dem Schüler, kurz und knapp, ohne zu zögern, Immobilien oder Ressourcen. Lindner sieht sich, obwohl nicht vorbereitet, sofort gezwungen, wieder zu kontern und fragt nach, sollen Immobilien sicher sein? Aber damit hat er ein Eigentor geschossen, denn natürlich, genau weil sie nicht hundertprozentig sicher sind, soll ja das Portfolio diversifiziert werden, weil ja sowohl Aktien, Immobilien oder jedwede andere Anlage nicht hundertprozentig sicher sind. Und aus dem Schlamassel kommt er nicht mehr raus. Ich bin jedenfalls dafür, dass wir so machen wie die Schweden. Gott sei Dank entscheiden da nicht Politiker wie Frau Weidel oder ich, sondern die vom Staat angestellten Experten. Mhm. Okay, jetzt haben wir das gehört bei Ihnen. Sie blicken sehr beide ins Ausland. Und jetzt würde ich gerne Herrn Dobrindt. Die Schweden haben Vermögensverwalter vor Ort, die genau das tun. Sie diversifizieren die Portfolios. Sie haben niemals reine Aktienportfolios. Sehr kompliziert. Jetzt komme ich mal wieder nach Deutschland, Herr Dobrindt. Herr Dobrindt, Sie haben gesagt. Lindner möchte sich anscheinend mit der Niederlage nicht abfinden und macht immer noch weiter. Und jetzt bringt er den Einwand, in Schweden würden ja zum Glück Politiker nicht entscheiden, sondern Anlageberater. Worauf Weidel aber wiederum kontert, dass Anlageberater es ja genauso machen, dass sie ein Portfolio diversifizieren. Der Moderator unterbricht und möchte anscheinend jetzt dringend vom Thema weglenken. Aber Weidel lässt nicht locker. Sie ist überhaupt gut darin, Unterbrechungen nicht zuzulassen und dominant zu sein. Und sie lässt hier die Themenlenkung weg von dem Thema nicht zu. Weil jede Sekunde, die weiter mit dem Thema verbracht wird, ist natürlich unendlich peinlich für Lindner und auch für die ARD, die am Anfang suggeriert hat, die AfD hätte zum Thema Rente nichts zu sagen. Sie müssen Rente sich informieren, Sie haben 60, überhaupt gar keine Ahnung davon. Dran. Sie haben von Vermögensverwaltung keine Ahnung, Herr Lindner. Also keine Ahnung, die alleinerziehende Pflegekraft ist jetzt schon sehr. Es ist schon seit mehreren Sendungen auffällig, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich nicht mehr darauf beschränken möchten, die AfD mit dem Rechtsextremismus-Framing schlecht zu machen, weil es auf Dauer anscheinend zu billig ist für sie. Sie haben aber anscheinend nicht damit gerechnet, dass sich die AfD vorbereitet hat und es bisher nicht möglich war, sie in irgendeinem Themenfeld aus dem Gleichgewicht zu bringen. Durch das Wissen, nicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden zu können, kann Alice Weidel natürlich umso selbstbewusster auftreten. Und das von ihr gepflegte Image als kompetente, durchsetzungsfähige Finanzfrau voll ausspielen. Ihr könnt ihr schreiben, was euch noch zu der Sendung einfällt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt.
Videos zu anderen Teilen der Sendung kommen noch. Macht's gut.